Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Die Gemeinden werden immer kleiner, die Kirche ist immer weniger präsent, weniger Menschen glauben, es gibt immer weniger Priester. Die Litanei könnte so oder so ähnlich fortgesetzt werden. Irgendwie scheint sich alles zu zerstreuen. Auf Zerstreuung gibt die Apostelgeschichte, ein über 2000 Jahre altes Dokument, allerdings eine ganz eigene Antwort. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Hier ist genau gegensätzlich davon die Rede von dem, was heute passiert. Die Gemeinden, die Kirche, die Gläubigen wurden zerstreut und zogen dennoch gerade deswegen aus und verkündeten aus sich heraus das Wort. Hier ist kein Rückzug, keine Resignation, sondern Aufbruch und Verantwortungsübernahme durch die, die das Wort Gottes gehört und geglaubt haben, die das Wort in ihrem Leben fruchtbar haben werden lassen, um es dann an andere weiterzugeben. Vielleicht sollten wir uns diese Form der Lösung von Zerstreuung, der Lösung von Kleinerwerden aneignen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, wer an dich glaubt, wer auf dein Wort vertraut, wer dein Wort in sein Herz gelassen hat, der wird nicht müde, davon zu sprechen, rauszugehen zu den Menschen, um das weiterzutragen, was ihm ins Herz gelegt ist. Schenke uns an diesem Abend dein Wort ins Herz, damit es uns morgen anleitet, animiert und aufweckt, in die Welt zu gehen, um es zu verkünden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.